Chat, Kontext für euch, wir dürfen LPL jetzt auch kurz streamen, wir dürfen direkt morgen anfangen. Geben wir mal einen fetten Clap oder ein Herzchen für Kathleen und Björn in den Chat. Kathleen, Björn, Ehre. Das ist ja so geil. Das sind die letzten drei Playoff-Games. Ich darf hier einfach jetzt co-streamen, ist ja so geil. Da sehe ich mich extrem. Weil Regular Season mit halt so insane vielen Games wäre anstrengend, aber die Playoffs? Bruder! Danke, Kathleen Björn. Liebe in den Chat. So sehe ich das gerne. Ehre. Absolut geil. Absolut insane. Weil die LPL Playoffs verfolgt man ja so oder so ein bisschen. Reguläre Season, bin ich ehrlich, verfolge ich nicht so sehr. Aber Playoffs guckt man immer. Von den beiden besten Regionen der Welt. Das heißt, morgen ist dann eigentlich basically KT gegen Gen.G und direkt danach gucken wir LPL. Und dann direkt am Tag danach ist dann Faker gegen Gen.G oder KT und dann gucken wir direkt danach wieder LPL. Und dann nächste Woche Samstag ist LPL-Finale. Das ist ja so insane. Das ist so geil. Das ist fucking Dream. Ich kann einfach hochkarätige League of Legends streamen, ohne selbst zu spielen. Was ja quasi der Traum ist. So. Nicht selbst Solo-Queues zu spielen, sondern halt zu gucken. Geiles Competitive League of Legends. Das, was ich an diesem Spiel so sehr liebe. Alter, Ehre. Warum ist einfach, bis, dass das einfach morgen schon klappt? Das ist einfach wahnsinnig. Wann LEC? LEC gibt keine Co-Streaming-Rechte. Leider. Was halt auch perfekt, weil sowohl LPL als auch LCK sind ja perfekt in meiner Streamzeit drin. Das ist optimal, das geht gar nicht besser. Das ist legit so perfekt. Absolute Ehre. Hey, danke dir, Rabbit, und auch vielen lieben Dank an, an Superior the Archangel. Danke euch. Erst morgen machen wir zwei geile Co-Streams, Leute. Morgen machen wir zwei richtig sexy Co-Streams. Korea Halbfinale, basically, und dann China. Viertelfinale, I guess. Es ist, kann man nicht wirklich so vergleichen, weil es ein anderes Format ist. Aber ja. Trotzdem sehr, sehr geil. Scheiß, Merkel soll LEC-Rechte geben. Ja, das kann Merkel nicht entscheiden. Das ist ein bisschen LEC-Engel. Ja, quasi Riot's teuerste Produktion, beziehungsweise hochkarätigste von der Qualität her. Die geben da keine Co-Streaming-Rechte ab. Außerdem die meisten meiner Zuschauer, die das gucken würden, würden eh schon LEC gucken. Während viele meiner Zuschauer halt potenziell nicht so viel Korea oder China gucken wie LEC. Fängst du an zu streamen? Ja, wie im Titel drin steht, Saphir, steht der Titel drin? Morgen ab 8 Uhr ist Korea und dann ab 11 Uhr ist China. Heißt, wir haben theoretisch Überschneidungspotenzial. Wenn Korea 5 Games werden, dann beginnt China schon. Dann müssen wir so ein bisschen drüber switchen ab und zu. Oder halt einfach später einschalten. Ein Game in China vielleicht verpassen, wenn es 5 in Korea werden. Schaut eigentlich Korea so viel früher als China? Wahrscheinlich genau deswegen, damit sie sich nicht so überschneiden. Weil es ist ja schon nicht die beste Zuschauerzeit für Korea. Wenn es 8 Uhr in Korea ist, wenn es 8 Uhr bei uns ist, dann ist es wie spät in Korea? So 8 oder 9 Stunden vor uns. Wir sind gerade im Summertime, ne? Ist morgen wieder LEC? Ja. Ja. Morgen ist wieder LEC. You're afraid of falling, then don't look down. Doppeltötung. No loose threats. Ja, große Wahrscheinlichkeit, dass Darius gebased ist, weil er kein TP spielt, aber ich sollte auch basen, falls er mich im Busch schießt. Ich habe Tabis, das Item der Wahl, gegen den noxianischen General. Nein, die Skatusa, Finalfenster. Also es ist 15 Uhr in Korea, wenn die mit dem Finale quasi beginnen. Das ist ja schon sehr früh, das machen die wahrscheinlich, damit halt Korea und China nicht so überschneiden. Da gibt es ja viele geteilte Zuschauer zwischen den beiden Regionen. Sehr große Konkurrenten seit Jahren. Auch sehr nah aneinander, was Zeitzone angeht. Ja, mega geile Nachrichten. Morgen einfach zwei fette Co-Streams, ich sehe mich da so sehr. Das wäre so geil. Und dann am Sonntag noch einen heftigeren Co-Stream. Junge. It's the dream. It's the dream. Ups, scheiße, kein Mini gemisst. Das ist nicht der Traum. Das ist mein Bett. We're walking the wire. Love.
So chillig einfach Toplane gerade zu spielen. Komm, so Botlane 5 Gold abholen mit dem Ping. Entweder mein Team gewinnt und mein Team verliert. Das ist basically sehr wenig Verantwortung und sehr entspannt. Das ist einfach sehr chillig. Ich würde währenddessen über alles reden. Chat, habt ihr noch andere Interessen? Wir haben über Urlaub geredet. Und über LPA. Was ist sonst noch so brandaktuell? Haben wir irgendein geiles Thema? Habe ich gerade Poolstream verstanden? Nein, der kommt vielleicht, wenn NNO nach Mallorca fliegt. Dann machen wir Poolstream. Aber du hast Co-Stream missverstanden. Der Mensch hat jetzt noch LEC-Rechte, dann quasi 15 Stunden Co-Stream. Ja. Das ist ja auch wild. Den ganzen Tag League spielen, League Stream ohne zu spielen. Das ist geile Games. China, Korea into China into Europa. Schon sehr witzig. Und dann am Ende noch NA danach. Dann hast du einen 24er. Wäre das witzig. Wäre eine Macher-Challenge, Co-Stream. Könnt auch LCS anfragen, Chat. Die machen das vielleicht. Wie sieht es mit einem anderen Souls-like aus? Ja, ich wollte... Wir wollten Sekiro machen. Ich habe es auch schon runtergeladen. Sekiro nach Elden Ring. Aber erst wollte ich noch meinen zweiten Elden Ring-Run fertigstellen. Aber mal gucken, wie lange ich den durchziehen möchte. Der kann mich so einfach töten. Ohne mich doch einfach, Bro. Mein Chapter ist so viel besser als meiner zum jetzigen Zeitpunkt. 5 Stacks auf Blutung und das war's. Gute Nacht. Hätte er auch alleine machen können, honestly. Er wusste es bloß nicht, ich habe die ganze Zeit geblufft. Ich brauche scheinbar den moralischen Beispiel der Katze. Und die Katze hat meinen Ward ignoriert, beziehungsweise einfach Crux gefahren, ist danach über die Wand gejumpt beim Harrod. Ja, sehr ärgerlich. Ich glaube, wir kriegen Drake dafür. Kann ich wirklich überleben, wenn Darius auf mich raufflasht, ghostet. Sehr ärgerlich, aber das hätte Darius schon sehr lange machen können, honestly. Sekiro ist echt ein geiles Game und sehr schwer. Ja, wahrscheinlich ist es gerade schwer, weil das so anders ist als Elden Ring. Ne? Elden Ring kann man ja scheinbar alles dodgen mit halt Rollen. Und in Sekiro musst du die scheinbar die ganze Zeit parryen. Ich hoffe, dass wenigstens die Steuerung fundamental ähnlich ist. Dass ich nicht irgendwie mit einem anderen Knopf zuschlagen muss oder so. Weil sonst werde ich mein Gehirn da sehr durcheinander bringen. Zwischen den beiden Games. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr angenommen, ihr spielt so Witcher 3 und Elden Ring parallel zueinander, dann mein Gehirn kommt damit nicht klar. Was in Witcher 3 schlagen ist, ist in Elden Ring rollen und dann bist du einfach lost in deinem Kopf. Geht gar nicht. I hope my team wins. Ich mag nur 0-4 Botlane, aber der Jungler hat 4 Kills gemacht. Da hast du deinen Gank bekommen, also bin ich tot. Mal sehen. Wenn ihr seht, wer freeze mich all in mit Ghost, aber er hat gerade kein Ghost ready, also sollte okay sein. Außerdem sehr ärgerlich für mich zu spielen, ich habe kein Counterplay, wenn ich einmal so gegankt werde, ist halt rough. Gold lead in einem Juggernaut-Matchup gegen Darius ist einfach sehr schwer, weil ein Champion, der Gold bekommt, rennt mit dem Game halt davon. Wäre andersrum genauso, aber nicht ganz so krass. Darius ist schon ein sehr guter Snowball-Champion. Und seiner Passive kriegt er halt einfach sehr viele Bonus-Stats. Wir geben ja also einiges an CS einfach immer wieder ab, weil wir halt müssen. Keine Wahl. Keine Wahl in der... Beziehung. You can't run. No one said life would be easy. That it's. Aber so, ich wollte eigentlich so tun, als würde ich ihn baiten, aber. Vielleicht reicht's trotzdem. Er hat nicht wirklich auf mein Bait reagiert, der Bro. Er ist schon sehr low, wenn Java eine Combo trifft. Knock-up und Yasuo ult und dann GG. Schade. Trotzdem gut für mich, ich krieg eine Menge, aber wahrscheinlich sehr teurer auf Botlane, wenn die gleich Harold spawnt da unten haben. What the fuck, holt ja ihr Q so ein. Oh mein Gott, die haben gewonnen, Botlane, let's go! Doppeltötung und Harold beantwortet. Und Java in Mitte halten? Wie, der ist gestaked. Darf er das, Chat? Darf er das? Ist legal, Chat?
Was war das? Redaxi? Ich wollte sehr gutes Game zurück, weil ich einfach Platten kriegen darf. Das Gold des Dagos hat es immer noch nice, weil er mich ja gekillt hat mit Nidalee. Aber wir kriegen jetzt hier ein paar XP-Punkte zurück. Mit TP. Chance hier noch die dritte Platte zu nehmen. Dann kriegen wir auch genug Gold. Der sexy Schmexi. Immer schwächer als er, keine Frage. Wir kriegen gerade so viele Platten, das ist extrem angenehm. Ein Javan-Gank gibt mir 4 Platten quasi. Dann auch TP-Vorteil. Sehr, sehr geil. 4 Platten für mich. Bin immer noch schwächer als er. That's okay. Guck mal, wie die Gegner jetzt langfristig spielen. Ich will mich halt in mit Ghost. Und Flash. Kann mich auch töten, leider. Bin schwächer. I won't be pushed aside. What I deserve. Wir bauen zu uns, wir können chillen. Er gibt Nashas Tooth auf nach Gwen, nach dem Buff wieder Sinn? Ja, Nashas Tooth ist sehr gut auf Gwen. Sehr starkes Item gebufft worden, ne? Kriegst einfach für 200 Gold 15 Ability Haste. Das ist insane Gold Value. Also ja, sehr, sehr gutes Item. Gerade in Games, wo du viel Autotext, das ist stark. Du Autotext nicht jedes Game viel. Auch in den Games ist immer noch Shadow Flame halt besser. Aber Nashas Tooth hat jetzt wieder einen besseren Platz. Vielleicht zu dem, ja, davor gesehen quasi. Vor allem, du spielst jetzt gegen so eine Quinn Toplane und halt Talia Jungle und keine Ahnung, halt Range Champions oder Champions, die du nicht autodecken kannst. Was wie Jax zum Beispiel auch, dann ist Nashas Tooth nicht unbedingt gut. Muss halt wirklich autodecken können, damit das Item Sinn ergibt. Ja, die haben Jax Toplane, Gragas Jungle oder so. Dann sind das 2 Melee Champions, die du automatisch nur sehr selten autodecken wirst. Von der Art und Weise, wie halt der Champion funktioniert von Gragas oder halt Jax. Und er lohnt sich da nicht so sehr gegen die beiden zu Nashas Tooth zu kaufen. Wenn es dann so Gragas Jungle, Jax Top ist und Mitte ist Azir und Botan ist Caitlyn oder meinetwegen Zyra Khan einfach, dann wirst du sehr wenig auto-attacken, obwohl die Gegner 3 Medis haben. Und dann musst du immer noch gucken, ob da nicht dein Shadow Flame doch besser ist. Bam, 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 bam. Es wäre wieder gut, das spielst du nur, weil du Spaß, dran hast. Ja, ich struggle mit Blind Picks. Ich spiele sehr viel Jace Blind Pick, was gut funktioniert. Ab und zu Gnar. Wir können damit viel machen. Aber es macht mir nicht so viel Spaß auf Dauer. Camille wird halt sehr viel gecountert. Gwen ebenfalls. Den Gwen ist nicht der beste Champion, weil sie halt relativ leicht zu countern ist. Aber ja, natürlich. Also Nashas Tooth Buffs sind sehr angenehm für sie. Also ist sie auch wieder besser geworden, keine Frage. Vielleicht sind wir halt 2 CS Toplane behind. Wir haben dafür 4 Platten bekommen. Der hat mich einmal getötet bei dem Nidalee-Gank. Also ich bin am chillen. Der ist Level 11 von dem Minion. Er ist noch nicht ganz Level 11, also bin ich auch leicht in XP vorn. Aber aktuell hat er Flash Ghost, ich nicht. Und er ist stärker als ich, bevor ich Riftmaker habe. Ich habe Riftmaker in Base, wenn ich recoilen könnte. Kann ich wirklich recoilen gerade so gut. Oder tun wir es auch nicht. Wir chillen einfach. Wir hoffen einfach, das bessere Team zu haben. Ah, ist der Top-Lane-Chiller. Sowohl bei Darius als auch bei mir. Der Aspekt hat den Yasuo extrem hart. Du musst über ein Wort gelaufen sein in Mitte, ja, lieber Yasuo. Beziehungsweise halt vor dem Rap-Buff. Ich pushe auch schon um mein Leben. Mehr geht nicht. Wenn du die Wave nicht cuttest, lieber Yasuo, haben wir kein Play. Seltsamer Play. Dieses Game werden wir safe am Nashas Tooth kaufen, 100%. Ein Desaster. Javan geht rein. Mist EQ. Scheiße. Es war ein, wir hätten den Turm fokussen sollen. Schwer für ihn zu spielen. He's too good. Ja, war cringe. Flash war auch schon da und der Dive war generell sehr overforced. Einfach Harrod. Nein, nein. Was passiert sein muss, ist Yasuo's Mitte gelaufen, über den Wort rüber und dann Blastcone. Und ja, der Darius ist bereits sehr früh weggelaufen. Heißt, sie gehen einfach noch ready, den Dive zu countern. Mit Thrash.
Und wir haben gedoublekillt für gar nichts. Sehr schlecht, wir haben einfach Harold nehmen können und später den Top-Turret. Sehr, sehr ärgerlich, das so zu machen. Habe ich jetzt auch einfach wegpingen sollen. Das ist mein Bett. Den Yasus nicht überschaut, weil er zu sauer ist. Ja, der Play war einfach sehr, sehr bad, so oder so. Warum Mr. Brent da die Hook nicht flasht? Ich weiß es nicht. Welche Shadow Flame? Aber was ist das von Javan? Unser stärkster Champ mit 2 Items. What the fuck? Well, let's FF. Leider haben wir Losing Team. Lutz, Boys, Lutz. I mean, it's fine. Wir sind OP, wir sind Top-Diner. Nummer 1 und Nummer 2. Huge, Gina. Der Gesicht dabei. Jetzt war aus noch. Komm, bang. Bang, bang, Triple Kill. Gegner hinten für den Herald. Die wird nicht FF'd. Warum kommt der in der FF'd durch? Wir haben gerade 3 Mann gekillt und kriegen jetzt noch mit Home drauf. Let's go, Team. Huge. WP. Noch einer. Top der Gier in den Scheiß. Yasuo, nicht Yasuo. Panther 0 müssen wir gleich aufpassen. Yasuo hat nicht mit Pushen geholfen. Run for your lives, Bros. You better run. Alter, da werden aber die Speere wirklich auch eingesammelt. Nice. Sehr, sehr big. Sehr, sehr gut. Yasuo hat Botte durchgepusht und jetzt farbt er noch meine Wave. Aber das kann nicht sein Ernst sein. Please let me stay top. Ich spiele doch eh mit TP für den Drake. Junge, wir einfach alle Waves haben oder was? Weiß ich, ob Nashor's Tooth dieses Game so gut ist. Ich bin die einzige AP-Quelle, die aktuell relevant ist. Brand kann eine gute AP-Quelle sein. Aber er ist aktuell nicht relevant. Varus macht aber auch diese Magic Damage, also ist schon nicht komplett ins. Ich kann auch gut Auto-Attacken in dem Game hier, wenn ich reinghoste. Can win Lutz. Und ich höre mein Team gleich auf zu chatten. Die chatten mir schon wieder zu viel. Did you watch Lord of the Rings? Also ich wäre eigentlich Meme, aber ich kann nicht Meme, wenn Darius mich angerüstet. Dann, ja, so hoch wenn ich mich tot. Nebidi. Ich dachte, er würde meine Q flashen und dann mich töten mit 5 Stacks. Aber der hat Flash gehabt. Darf natürlich nicht so spielen, weil das Schlechte, was er machen kann, ist reinzugehen und nicht sofort durchzuziehen, weil dann krieg ich halt Riftmaker Stacks und er kriegt seine Passive Stacks nicht. Rechtzeitig. Mein Team stirbt bei dem Drachen, dann trade mit Top Turret. Give Drake. Jetzt schon 2 Leute tot. Ich hoffe, Panther ultet nicht hoch. Solo Kit top. Big Hit. Can win. Und werde ich gepinkt? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Mann, Gwen, du hast den Darius gesolo-killt. Voll scheiße. Ja, ich wäre zum Deck DP'd, wenn ihr davor nicht gestorben wärt, Boys, aber... Okay. Gegen den Top-Net-Turm. Das ist quite good. Macht noch niemals Nash, das wäre der größte Troll. Aber lieber Brand. Jetzt kann sie Nash machen. Wir sind auf die Mid-Wave rauf, würde ich sagen. Auf die Top-Wave rauf, actually, ist besser. Den Blue Trinkets. Werde ich Nash durchziehen. Sehr geiler Unterzahl-Fight. 2 für 2. Sehr geil für uns ausgegangen. Ein paar Records canceln wäre huge. Es wäre huge. Eigentlich wollte ich gerade so ein bisschen meme mit Gandalf und ne, erstes Licht des 5. Tages, Sam's Clam und so. Aber ist echt fein dabei.
Wenn ich Ghost habe, bin ich OP in Teamfights. Ich kann jetzt als nächstes Deathcap gehen, da bin ich richtig, richtig stark. Shadowflame brauchen wir nicht. Wir gehen Deathcap, Void Stuff und dann vielleicht danach Sonyas. Shadowflame wäre natürlich auch nicht schlecht, trotz allem. Was mein nächster Reset ist. Davon werden wir es abhängig machen. Und jetzt Recon für Hextech Alternator wäre schon ein guter Power Spike. Schon sehr, sehr stark. Gerne für mehr gespielt als das, aber ich verstehe, dass Yasuo da nicht reinultet. Sorry, rein TP. 150 Gold auf Infinity Edge. It should be okay. Er hatte TP. Nee, wir gehen jetzt Snip, Snip, Deathcap. Yasuo muss rein TPen. Ich bin auf jeden Fall zu spät. Vielleicht können wir auf den Fight gehen. Er hat nicht gewartet auf seine AI, dann ist es sehr bad. Er hat den Recon nicht durchgezogen. Immer ein Cancel D. Noch keine E, Jungs. War das nicht so gut? Oh mein Gott. Kannst du da gehoopt werden? Das ist so illegal. Tschüss, tschüss, tschüss. 10 Sekunden, meine Ult. Nash. Bitte, Yasuo, komm mit. Wir haben gewonnen, Boys. Sauber. It should be won. It should be won. Ich sollte nicht jinxen, aber es sollte gewonnen sein. Der lebt noch. Thresh. Der macht mir nichts. Wir haben einer Trap Dark Harvest geprockt. Ups. Huge! Huge! Ich schneide so durch die Gegner hindurch. Geile Varus wird auf Nidalee. Dadurch konnte ich die for free auto-attacken. Hat Yasuo AI sehr stark aufgestellt. Hey, danke dir, Dennis Tennis. Vielen Dank für den Zeit, Mann. Willkommen. Danke dir, Bro. Könnten auch Magis gehen für Movement Speed, aber ja, es ist zu greedy, wann immer ich das Item kaufe. Ist man einfach mein Deathcap House Bike zu delayed. Ich möchte lieber früh Deathcap haben. Wollte ich weniger Risiko. $600 bis zum Big Power Spike. Ja, obviously bin ich auf der Wave. Ich guck bloß, dass ich Vision kriegen kann. Oh. Was ist denn? Champion fuckt mich ab. So schwer zu spielen als Gwen, no? Gut zu traden gegen ihn ist so hart, weil du noch nicht all-in kannst. Einfach seine E benutzen und dann wegrennen mit dem Movement Speed davon. Oh, bitte lass mich doch Livestream auf der Wave, mein Junge. Mann. Wir hatten heute schon mal ein Gwen gegen Panther Matchup, wo ich einfach gestompt. Was macht der Jarvan denn da? Aber he's just running it down. Wir müssen hier raus, Leute. Aber der könnte uns ulten. Und wäre natürlich auch nicht gut von ihm. Aber Jarvan. Das war schon wieder mal ein bisschen illegal auf meinem Screen. Ja, die Behörden sind informiert. Was Jarvan angeht. Ging trotzdem den Drake und den Turm, obwohl unser Nash jetzt nicht ganz so Togo ist. Ich habe einfach Crux, komm, ich sollte jetzt nicht Top der Gear ausspielen, wir werden eh gleich Base gehen. Wir haben noch eine Minute auf Nash drauf, deswegen wollte ich noch was forcen, aber Jarvan ist tot, wir haben sehr viel Nash-Zeit verloren. Crux ist alles, was ich noch nehmen sollte. Ja, Void Stuff, Deathcap, Void Stuff, Deathcap und Sonas sind meine letzten Items hier. Da bin ich kompromisslos overpowered gegen deren Draft. Where you belong. Eigentlich spielen wir jetzt eh wieder für den nächsten Nash oder vielleicht für einen Catch irgendwo, aber eigentlich werden wir eher von Pantheon gecatcht als alles andere. Einmal Wassertest nehmen mit der Ult. Wenn ich hitte, geil, wenn nicht, sind die Zähne ins Wasser gehalten.
to move my hands and feet all on my own. Ja, der Botlane gespottet, Thresh, Darius und Nidalee. Das heißt, wir können das Top-Lane durchgehen. Sehr geil. Man kann in der Mitte gepusht, Latz. Ja, dann spielen wir nur für Objectives. Soll ich Basecamp einfach Stopwatch kaufen? Fuck das. Eine weitere Wave zu pushen ist nicht notwendig und bringt auch gar nichts. Wir haben unserem Team nichts gemacht in der Zeit, bis drei Leute Bot waren. Aber wir sind Vision Toplane Gold. Wir haben genau einen Ward platziert. It's okay. Lass Mitte gehen und schon fighten. Fuck das. Leute, warum ist das Toplane? Please don't. It's completely fine. Don't worry about it, mate. We got this. Bin so OP. Ich bin wirklich sehr, sehr stark. Wenn ich gehookt werde und dann Chains the Seed, dann haben wir gewonnen. Eigentlich wollen wir auf jeden Fall Sideline spielen, weil wir halt Double TP haben. Die Gegner haben keine TPs. Die haben nur eine Pantheon ult. Wir haben Yasuo TP, Gwen TP. Heißt, eigentlich wäre es nicht unbedingt schwer, aber es ist die Einzelwarteschlange. Von daher. Das ist trotzdem immer schwer. Eigentlich soll ich einfach Helm gehen und wenn jemand kommt, fight ich und Yasuo TP auf die Wave. Dann könnten wir immer gewinnen, auch 2 gegen 3. Jungs. 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 Ah, ist aber nicht gut von Thresh, oder? Ein B durchkriegen noch? Danke. Das geht nicht. Dass er erst noch reinflasht, not sure. Das ist so cringe. Dass ich es nicht gebacken bekomme, wenigstens einen Ward hinzustellen, dass wir TP'en könnten. Weil auch das Grant gecatcht wurde, finde ich super schlecht von ihm. Und jetzt ist der Drake weg. Ja, das Ding ist weg. GG. Nein, nicht GG, nicht GG. Ist fein. Ist fein. Wir werden nur Nash verlieren. Ist fein. Aber der Play ist so simpel. Ja, es muss Top-Lane Hand pushen. Da ist das Bot-Lane ohne Teleport. Wenn die Gegner jemals einen Play auf Mitte oder Top-Lane nehmen, Double TP'en wir GG. Überzahl. 5 gegen 4. Darius ist nicht da. Er hat kein TP, er ist Bot-Lane. Wenn die Gegner Toplane gehen und den Yasuo fighten, TP ich rein. GG. Gewinnen wir jedes Mal. Und wenn sie Mitte gehen, muss halt... Alter. Junge, du ahnst es nicht. Witzig gewesen, dass den Raid Nash bekommen hat er doch, aber du ahnst es nicht. Junge, Mann. Ja, anyway, ist kein Problem. Können wir noch gewinnen. Also 5 Darkseid Stacks. Void Star 4 Item ist wichtiger, gerade auf einer Mountain Map. Muss eigentlich nicht so hart sein, das Game, aber es ist es leider. Felus hat auf mich raufgeflasht gerade, das ist wichtige Information für den Rest des Games. Er sollte ja eigentlich nicht versuchen zu stehen, aber wow, er ist committed. 64 HP. Junge, war das los? Ärgerlich. Und gut 3. Gewartet, bis die gebased waren und dann den letzten Überbleibenden versucht zu töten. Ein HP. Take this off. Ah, ich könnte gepantet und werden. Ich habe keinen Ghost. Scheiß auf unseren TP-Vorteil. Scheiß auf alles Makro.
Kopf durch die Wand, Leute. Mit runter, E-Spot. Es ist Solo-Q. Mit keine Rolle, welcher Elo man ist. High oder Low Elo. Es gibt nur die Midlane. Im Late-Game. Ein richtig basic Play eigentlich. Okay, ich nehme sehr viel Damage von dem Bro. What the fuck? Ich wurde deleted. Ja, das war schlecht von mir. Oh, good damn it. Ich bin so OP, aber ich bin nicht so OP wie der 16 Kill AD Carry. Junge, hat mich der aber gerade gewonnen. Ich meine, das ist voll Item-Bild, ha? Huh? 16 Kills. Scheiße. Doch dringend. Doch dringend Void Staff, sonst werden wir niemals durch den durchkommen. Vielleicht enden jetzt schon das Game. Ich bin so wichtig, dieser Champ gewesen. Kann Brandy Wave den mit Ult oder so? Oh, die Barossa war auch nicht so gut. Pogo. Aber Brandy ist ja eigentlich sehr useful gerade. Macht viel. Die Wave ist doch schon weg, ihr müsst nicht mehr fighten. 2-2. Schöner Sidestep. Brand Explosion. Leider, guck mal. Junge, ist ein Monster, dieser Phelios. Egal, ich kann die Wave ulten. Alles gut. It's okay. I griefed it. It's okay. Wir haben die Objective Fights, sind wir gewappnet. Am liebsten mit Void Stuff. Wenn der Phelios ist, so tanky für mich mit Maw. Jo, was ein Banger Game schon wieder. Ist beinahe noch zurückgeholt und jetzt haben wir so beinahe weggeworfen wieder. Einfach, dass wir gecatcht werden und nicht. Ich mag, es ist einfach der Grund, warum ich hier raufgehört habe, TP zu spielen auf vielen Kamel Games. Wir haben so diese Basic Plays mit TP einfach nicht hinkriegen. Wir hätten das Game lange gewonnen, wenn wir TP spielen würden. Als Team. But we don't. Das wird fett im Nachteil, denn wir haben zwei TPs. Gegner haben nicht einen. Aber wir benutzen es halt nicht. Gegner sollten sich auf der Karte gar nicht bewegen können. Sobald wir einmal eine Wave pushen, ist es unplayable für die, weil die halt beide Waves beantworten müssen. Und wenn sie jemals irgendwo fighten, haben wir immer Überzahl. Das heißt, auch wenn sie Mitte Prior kriegen wollen, können sie es halt nicht machen, weil im schlimmsten Fall ist es 5 gegen 5 Mitte. Und im normalsten Fall würden wir Mitte eine Wave abgeben und dafür vielleicht einen Inup nehmen auf Botlane als Gwen oder Toplane mit Yasuo oder was auch immer. Wisst ihr, es ist so free mit TP, so ein Late-Game zu gewinnen. Aber das ist halt so okay. Irgendwie nicht koordiniert. Ja, eigentlich ihm Gold lassen wir noch ein Power Spike Karte vor dem Fight. Ich habe keinen mehr. Höchstens einen Blue Pot. Jetzt eine Wave Pot pushen. Ups, wenn ihr jetzt sterbt, eure Schuld. Bam 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 ba da 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 dam bam. Ja, wir können die Position nicht defenden, wenn unser Yasuo noch mitwerfarmt. Wird von einem Speer getroffen scheinbar. Bitte auf Midwave. Da fehlt uns gar nicht bei dem Fight dabei, wenn die wieder die kriegen könnten. Huge. Huge. Sehr schön, wenn wir aber auf Phelios gerannt haben, ihn gesund, indem wir einfach W drücken. Da ist mein Job ja auch nicht schwer. Schön, Healy gefightet, während er auf Phelios Mitte gefarmt hat. Gehen wir also den Drachen und wir kriegen den Nash. Wird Bot denn durchpushen? Muss nicht dabei im Nash dabei sein. Und wenn doch, dann tippe ich halt rein. Aber ich würde am liebsten Botlane durchpushen. Noch sehr viel Zeit. Sind noch drei Mann tot für eine halbe Minute. Besteht kein Zeitdruck. Ihr könnt jetzt überall auf Face checken. Sobald der Phelios sich Top-Wave zeigt, muss man keine Angst haben. Reinlaufen. TP, wenn ihr mich braucht. Ich würde viel lieber eine Wave pushen, als rein zu TPen. Aber ich werde TPen, wenn ihr mich braucht. Hoffentlich würde ein Water sein, aber es würde eh immer die Standarte da sein.
And we believe it's not the real me. But why am I trolling? Why am I trolling? That's my bad. Warum bin ich einfach direkt weggerannt? Habe ich einfach unser Nash geintet. Ach, ich bin so ein Inter, Mann. Ich spiele so ein starkes Game und dann endlich die letzten drei Teamfights oder letzten zwei Teamfights. Eigentlich den letzten Teamfight habe ich gut gespielt, aber das war einfach dumm. Fucking useless Bot in der Turret. Kostet uns einen Nash und einfach so 50 Sekunden mit Nash, weil ich ewig tot bin. Ach, warum habe ich das gemacht? Why did I do this? Doesn't make any sense. Wird der Laterne nicht respected oder der Panther nicht respected? My bad. Echt von mir. Wir gehen jetzt Blueport und dann Sonne ist Last Item. Na, Fedor stirbt, haben wir gewonnen, jeden Fight. Aber ich glaube, wir müssen ihn nicht mal töten. Wenn ich vor ihm stehe und W drücke, wie im letzten Fight, ist es insane. Er kann mich nicht disrespecten, durch mich durchlaufen. Und stirbt er einfach. Und dann gewinnt mein Team einfach den Fight hinter mir. Ich nehme ja keinen Schaden währenddessen. Ich tanke, weil ich nicht keinen Schaden nehme, einfach bin immun. Eine gute Bot-Wave, die man bald TP'en könnte. Wir haben natürlich auch noch Nash, also wollen die Gegner nicht wirklich aggressiv spielen. Außer wir werden sie dazu zwingen. Sehr geil, guter Play. Alter, eine schöne Uhr durch die ganze Backline durch. Ich habe eine gute Bot-Wave, auf die ich gehen kann. Gebt ihm seinen Panther. Ich habe so insane gespielt, auch die Midgame-Teamfights gesmurft und habe ich so insane geintet. Also wirklich ein Game der Extreme. Meine letzten beiden Deaths von 6-3 auf 6-5 quasi. Einfach schlecht von mir. Ja, ist schon zu Ende. Cancel einmal nieder, die kannst deinen Panther holen, wenn du willst. Ich noch allein hinten. Pentakill. Einfach das ist die Art und Weise, wie wir Teamfights nehmen, ne? Einfach Leute nicht auto-attacken lassen. So, wirklich fettes Kompliment an Aphelos, dass es überhaupt so knapp war. Weil eigentlich ist es nicht playable für seinen Charakter. Ja, weil er nicht auto-attacken kann, ne? Er kann weder auto-attacken gegen Windball noch gegen meine W. Das heißt, eigentlich sollten wir jeden Front-to-Back-Fight gewinnen. Wir hätten auch vor allem gewinnen sollen mit Teleport. Aber dieses Marco ist immer nicht gut genug, um Teleport zu spielen. Das heißt, einfach Kopf durch die Wand, Mitte runter, E-Spots ist immer der Weg. Ist einfach schlecht von mir, dass ich es anders spielen will. Es ist zwar sehr free, es anders zu machen, aber es ist halt nicht viel, wenn wir es nicht koordiniert bekommen. Und dann meine letzten beiden Deaths einfach scheiße. Diese beiden Deaths, wo ich gecatcht werde, ohne dass es einen Grund dafür gibt, einfach scheiße. Einfach my bad. Sehr geiles Early Game, sehr wichtige Early Game Teamfights. Auch schöner Solo-Kill gegen Darius noch, als ich 0-2 stand nach den beiden Ganks. Wir haben 4 Platten bekommen in der Lane, der hat nicht eine Platte bekommen. Dabei bin ich eigentlich recht happy. Und dann war auch für seinen Pentakill am Ende, ne? Musste zwar nicht viel machen außer Auto-Attacken, aber trotzdem gut, dass er Auto-Attack hat, lol. And we take the dub. Gerade noch so mehr Damage gemacht als unser Varus. Ich habe auch gut gespielt. Ich habe das letzte Mal in Teamfights gegrieft, aber ich habe gute Teamfights davor gemacht, beziehungsweise war nicht mal Teamfights, ich wurde einfach gecatcht. Die bessere Formulierung wäre, ich habe Teamfights gut gespielt und wurde einfach dumm gecatcht danach. Gucken wir uns die beiden Devs direkt an. Im Replay. Nummer 4 und Nummer 5, die beiden Devs sind die, die uns interessieren. So, like, what is this? Like, why do I die here? Was ist das für ein In-Dev? Was soll das? Absoluter Troll von mir. Warum laufe ich da lang? Ich kann immer über die Wand rüber gehen. Ist auch so, wofür nehme ich die Honeyfruit? So, Fog of War spielen ist super, aber was mache ich hier? Fog of War spielen, nachdem ich Bob-Dev pushe, ist klasse. Panther und Pink, jetzt Gwen könnte überall sein. Passt auf. Und laufe ich quasi über deren Wards rüber, nehme eine Honeyfruit, die ich nicht brauche. Ich brauche keinen Mana und werde getötet. Absoluter In-Dev. Und dann der Dev Nummer 5. Ist auch absolut scheiße. Weil ich kann auch die Minions hier, ich kann jetzt schon weglaufende Minions finishen lassen. Und ich würde rauskommen. Ich kann also jetzt schon quasi, also ein Auto-Attack früher quasi. Oder zwei Auto-Attacks früher. Selbst jetzt kann ich schon weggehen, Minions finishen den Turret. Und jetzt spawnt der Pantheon in einer Sekunde. Heißt, hier kann ich auch schon den Turm einfach sterben lassen. Ich bin fein. Während wir Nash kriegen. Und auch selbst jetzt kann ich, glaube ich, immer noch wegrennen, wenn ich auf Pantheon ulte und ihn nicht Auto-Attacke. Außer halt für ein E-Reset. Aber wegrennen und nicht versuchen zu drehen. Die waren sehr stark. Einfach W gedrückt und Aphelios gezoned in den beiden entscheidenden Fights. War das hier. Auch gerade das Midgame war super. Gerade der frische Solo-Kill auf Darius, den wir hatten. Unser erster Kill des Games und der mündet dann direkt im Turm. Da haben wir ihn sehr schön hops genommen. Ich habe mich gewundert, warum er nicht einfach seinen Ghost durchzieht, mit Flash kombiniert und mich ultet halt.
Aber wenn er so spät gewinnt, halt immer ich. Und holen uns dann den Kill. Das ist neat indeed. Wo oben drauf, dann defenden wir Nash mit Teleport. Auch sehr gut. Aber auch nicht schwer. Schöne 3x0 am Ende. Wichtig und richtig. Und hier, ich bin jetzt OP, ne? Ich kann einfach in 4 Leute reingehen. Und ist nicht schlimm, weil mein Team mal rechtzeitig da sein kann, weil ich einfach nicht gefokust werden kann. Gwen ist immune. Nidalee war sehr, sehr low hier, ne? Meine dritte Ult trifft sie ja noch. Weil sie ist schon rübergegangen, deswegen wissen wir nicht, wie viel Damage die gemacht hat. Dann der Fighter uns Nash gibt, war auch einfach free. Und der Varus-Ult hier. Und ich einfach jemanden zielt hitten, die Gegner sind gezwungen zu fighten. Relativ leicht aufräumen mit Ghost, Resetter, Fehlers runtersprinten. Alles recht Standard eigentlich danach. Ich habe Lust auf Rumble gerade. Und also deswegen sollte Fehlers auch niemals stark sein eigentlich. In dem Game. Weil ein Fight wie hier, der jetzt kommen sollte, der muss der nächste Drake-Fight sein. Das war der Cringe-TP. Leute, ist auch, da versteht aber auch Yasuo nicht basic. Like, er muss einfach pushen, Mann. Wenn du einfach Top-Lane durchpushst, wenn sich hier drei Leute Botlane zeigen, dann pushst du Top-Lane durch und wenn die dich fighten, dann fightest du die und ich TP rein. Und wenn wir jedes Mal Überzahlsituation, weil ja drei Leute Botlane waren. Und wenn ihr mit Engage werdet, dann müsst ihr sofort einen Ward droppen und ja, wir fighten das ebenfalls. Weil hier bin ich ja auch, wir sind 5 gegen 4, wenn wir wollen. Ne? Also Standard auf dem Boden, Ward auf dem Boden, irgendwas und direkt den Fight spielen. Weil dann TP Yasuo, ich TP, wir sind 5 gegen 4, Darius kann ich TPen. Ja, wir TPen trotzdem rein und retten dann den Fight, so gut es geht. Aber, ja, ist einfach kacke, dass wir Nash nicht gut verwerten. Ihr Lost flasht und tötet mich, was uns den nächsten Tiefer erleichtert. Muss ein ewiger Fight gewesen sein. Der hier muss es sein, der nächste Drag-Fight. Was quasi, unser Team geht auf Nidalee, während, weil Yasuo und ich Mitte fighten wollen, aber Aphelios ist halt nicht da, so können den Front-to-Back-Fight niemals gewinnen. Das, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss Aphelios markieren. Ich laufe auf ihn rauf, wo ich kann, ignoriere den Fight unten, der ist mir scheißegal. Ich laufe auf ihn rauf und solange er nicht an mir vorbeilaufen kann wegen meiner Wege, können wir immer den Fight gewinnen. Immer und immer. Aber es ist auch wirklich nicht schwer. Es ist keine große Aufgabe, weil du musst ja nur W drücken, ne? Das war absolut in, das haben wir schon drüber geredet. Und ja, es gibt quasi keinen letzten Teamfight. Aphelios kann von Anfang an nicht hitten. Er wird rausgelantert, respektiert die Windwall. Und dann nehmen wir einfach den Kampf gegen die Ziele, die wir angreifen dürfen. Wir sind nie in Bedrängnis. Ach, unser Varus kann einfach hitten, weil da nie irgendjemand ihn bedroht. Ich bin ein Gadget von Jarvan auch am Ende. Viele seiner Fehler revidiert damit. Bei Plates. Gaspi. Insgesamt, nice Game. Ich hätte besser spielen können.